Jo, liebe Leute, weiter geht's heute nach gegen Borussia Mönchengladbach im Heimspiel. Klingt eigentlich einfach. Ich glaub, mit 13 Punkten wird wahrscheinlich irgendwo unten drin kleben. Die werden wahrscheinlich vorletzte sind, so vor Bielefeld. Ja, Gladbach muss heute gewinnen, um die Chance zu haben, nochmal Richtung dem Berliner Duo da zu gehen. Union haben wir ja 4-0 verloren, den haben wir ja auch noch eine kleine Rechnung offen. Das schauen wir mal, was wir dann können wir nie haben als nächsten Gegner. Wir spielen danach in Dortmund. Das sind jetzt mehrere wichtige Spiele. Also die zwei jetzt auf jeden Fall. Gladbach jetzt auf alle Fälle. Das müssen wir gewinnen, um weiter an den Bayern dran zu bleiben und dann hoffen, dass wir Dortmund schlagen, um auch nach hinten uns ein bisschen abzusichern. Und dann wären wir tatsächlich Platz 2 erstmal safe. Weil dann würden es nämlich Minimum 5 Punkte sein, je nachdem, wie Leipzig dann noch spielt. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir uns mal die Gladbacher an. Das wollen wir noch schaffen. Und danach geht's nach Dortmund. Also es sind jetzt, wie gesagt, zwei ganz, 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 ganz wichtige Duelle. Wir haben noch einen Spielerchat. Irgendwie sagt gerade was dazu. So, du kannst dich durchsetzen. So, jetzt wollen wir natürlich. Aber ja, vielleicht habe ich da irgendwie einen tatsächlich. Also er hat jetzt noch nichts gezeigt im letzten Spiel. Dafür ist die Einsatzzeit einfach viel zu kurz gewesen. Aber vielleicht ist es auf Dauer eine Lösung. Deswegen werde ich ihn jetzt erstmal öfters einsetzen. Ich gucke jetzt gerade, ob ich mich nicht auf der Weg dafür rausopfern werde. Ja, das ist schwierig, wenn ich da jetzt. Ich kann ja auch gut, ich werde Peters opfern für die Position. Weil Staffel beide Seiten spielen kann. Dann kann ich nämlich quasi da hinten einen neuen Linksverteidiger bringen und kann dann durchwechseln. So, okay, gehen wir rein ins Match gegen die Gladbacher. Da wollen wir natürlich die nächsten 3 Punkte. Und jetzt können wir mit Anführungszeichen ein bisschen rotieren. Jetzt sind unsere Spieler ein bisschen angeschlagen. Klar, was heißt angeschlagen? Sie sind einfach nicht zu 100% fit. Und deswegen werden sie heute mal ein bisschen geschont. Ne? Rot auf die linke Seite. So, jetzt muss ich gucken. Carvalho auf die rechte. Ich muss jetzt ein bisschen was machen. Pereira. Stafelidis darf heute nicht ran. Ja, darf mal vielleicht der Capitano heute mal ran. Kakutalua wird auf jeden Fall auf die Innenverteidigerposition rutschen. Um halt ein bisschen unsere Jungs mal zu entlasten. Deswegen, wie gesagt, ein bisschen der Doppelwechsel. Ja, passt. Auf geht's. Ebenfalls Match, wie gesagt, gegen Borussia Mönchengladbach. Wir wollen natürlich die nächsten 3 Punkte holen, wie gesagt, um uns da oben wegzusetzen. Und dann geht's halt nach Dortmund. So, auf geht's. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie daheim kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Und man spürt an der Atmosphäre hier, das ist ein besonderes Spiel für alle Beteiligten. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich schon seit Tagen freue. Mm-hmm.
So, wieder. Natürlich klatschen sich unsere Jungs ab. Wie gesagt, lass uns gegen die Tabellenvorletzten jetzt nicht die Punkte liegen lassen, die wir uns in den Duell mit, im Duell mit RB oder jetzt auch in Bochum erarbeitet haben. Diesen Vorteil. Lass uns das Ding jetzt veredeln und hoffen, dass wir nächste Woche in Dortmund auch nochmal was reißen können. Eigentlich heißt das mal ja erst die Kür, dann die Pflicht. Jetzt ist es quasi die Pflicht und in Dortmund die Kür. Gut, natürlich, klar, sagt man heute, ja, kann man auch so sehen, dass es heute die Kür ist und im nächsten Spiel natürlich auch die Pflicht ist, um halt Platz 2 komplett erstmal und abzusichern. Jetzt starten wir in die erste Hälfte. Das wäre toll. Aber wie gesagt, jetzt erstmal Gladbach schlagen. Hinspiel, wie gesagt, 3-2 zu Hause. In Gladbach, Entschuldigung. Ich bin ja jetzt zu Hause. Und jetzt gibt's schon die erste Situation. Da kann man schon gelb sehen. So tut er auch, Meunier. Frühe gelbe Karte, das hätten sie gerne verhindert. Nach nicht mal 5 Minuten die erste gelbe. Das darfst du dir in so einem Duell eigentlich nicht erlauben. Ja, sie werden jetzt umstellen müssen. Ja, Gladbach muss jetzt ein bisschen Zug rausnehmen. Also nach 3 Minuten nicht mal schon die gelbe Karte. Langsam wird's gefährlich. Schönes Ding. Ja. Gladbach, und das ist jetzt mal Pedro. Der war komplett verzielt. Das Ding müssen sie machen. Es bleibt beim 0-0 und ich glaube, da wird der Trainer unzufrieden sein. Pedro, nach 5 Minuten darfst du auch mal so ein Ding versenken. Und das hätte man eigentlich auch machen müssen. Willi. Also, viel wird über die rechte Seite jetzt gehen, das ist natürlich jetzt klar. Das weiß Bayreuth auch, und das weiß ich auch als Trainer jetzt. Ich werde mir Trainer, Manager, wie auch immer. Rote. Nee, muss nämlich jetzt richtig aufpassen. Ich glaube, das wird auch heute hier in diesem Heimspiel. Ja, versuchen wir es mal. Hier stehen die Zeichen auf Erfolg. Diese kurze Meldung vom Parallelspiel mussten wir leider unterbrechen. RB Leipzig macht also das Tor. Damit sind sie nun 1-0 vorne. Ja, RB führt 1-0. Das gibt Einwurf. Im Spiel. In jedem Spiel. Soll uns erstmal nicht jucken. Ja, der Schuss jetzt. Erstmal abgeschossen. Und es gibt den Winter für Gladbach. Die erste 100 pro hat Gladbach. Pedro verzieht und das ist die 17, das ist rote. Noppert hätte gegen die Bayern eingehalten. Jo. Also Gladbach. Der Tabellenvorletzte führt beim Tabellenzweiten. Jonas Hofmann jedenfalls für Gladbach zum 1-0. Wenn das schief geht, dann muss er sich allerdings einiges anhören. Aber okay, mit dem Lupfer verlädt er den Keeper. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Also waren. Gladbach hat auf jeden Fall die Führung, aber Bayreuth darf jetzt natürlich nicht von seiner Linie abweichen. Gut geklärt, das war wichtig. Sie dürfen, müssen jetzt weiter dranbleiben an ihrer Situation, ihr Spiel. Ja, Glück gehabt. Gladbach, erstmal jetzt doch nicht. Er bekommt die Unterstützung. Wanisek. Bringt den Ball jetzt. Ah, schade. Erste gute Situation. Das ist nach wie vor gefährlich. Gute Chance. Und Abraham. Macht er gut. Backland. Jetzt der Eckball. Gut gemacht vom Noboa, Backland. Sicher bei dieser Ecke. Jetzt der Ballverlust hier. Ball wieder zurückgeholt. Ja, Gladbach schnuppert jetzt. Sie wissen jetzt, sie führen 1-0. Jonas Hofmann. Und sie wissen jetzt, dass sie ein bisschen wenn sie aggressiv dranbleiben, kann Bayreuth seine Probleme kriegen. Ulrich. Ja, vielleicht der Timmy Abraham. Ja, der muss sich dann abbrechen. Schön befreit, das war eine vielversprechende Aktion. Ach, das muss ein bisschen besser gespielt werden. Borussia Mönchengladbach tut sich, was den Ballbesitz angeht, durchaus schwer im bisherigen Spielverlauf. Aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles. Sehen wir auch am Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast, einfach was machen. Sehr schön. Jetzt lassen sie wieder kommen. Ah! Offensive.
Jetzt haben sie aber wieder ein bisschen. Stören, so perfekt eingesetzt wird, dann wird's eng. Pedro. Na, da muss das bisschen, muss das ganze Ding jetzt abbrechen. Und dann ist es Pereira mit dem Ausgleich. 39. Minute. Der zweite ist wieder back in the game. Hier kommt die Wiederholung und wir sehen es. Ja, das ist kein Stellungsspiel. So kannst du das Tor nicht verhindern. Auf jeden Fall, man ist wieder dabei. Sie haben ja Pereira, einer der Jungen aus Brasilien. Oder Portugal? Brasilien? Irgendwie sowas. Ich glaube, Portugal ist es wahrscheinlich. Macht das Tor. Sein erstes Saisontor übrigens. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Aber dann wird schon nichts aus dieser Situation Gefahr bereinigt. Klasse Zuspiel. Kein Abseits. Könnte die Führung werden. 2-1, Hugo Novoa. Ein Tor nach dem anderen. So passt es dann. So, was ist das hier für eine Begegnung? Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann hat er am Ende keine große Mühe mehr. Hält nur noch den Schädel hin. Auf jeden Fall. Kurze Zeit, Doppelschlag. Bayreuth führt. 2-1, hier ist noch alles drin. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Ja, Gladbach war so toll im Spiel. Die haben es so gut gemacht. Und zweimal lassen sie sich da hinten auseinandernehmen. So, 2-1 Bayreuth. Zur Pause und das haben sie mal wieder der Offensive zu verdanken. So, kurz mal auf die Ergebnisse. Oh, RB gegen Dortmund. Also für uns ist das sogar gut, wenn sie unentschieden spielen würden. Dann wäre es noch besser. Borussia Mönchengladbach geht mit einem Eintorrückstand im Durchgang 2. Aber schauen wir mal. Da geht noch was. Also es ist noch was drin. Ja, wie gesagt, wir haben ja Bochum gedreht. Wir haben die Bayern, haben wir ja geführt. 1-0, haben wir eine 1-1 gekriegt. Haben wir sie danach aus, super sind wir danach durchgekommen. Borussia Mönchengladbach. Und keine Gefahr bei RB. Aktien. Oh gut, haben wir so verdient zum 2-0 gewonnen. Chance für den Konter jetzt. So, jetzt müssen wir gucken. Abwarten. Schelderup, rote. Weiter gefährlich hier. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Wir geben kurz ab ans Studio. Es gibt ein Tor in der Red Bull Arena. Wir haben hier das erste Tor für Dortmund. Der neue Spielstand damit 1-1. Also nicht nur die Grätsche hier, sondern das 1-1 von Dortmund. Danke für dieses kurze Update. Weil für uns ist das gut, weil wir führen. Das sind beiden Konkurrenten, das ist nämlich die beiden Teams, die hinter uns in der Tabelle liegen. Nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Da schießt er. Parade kommt aber weitergefahren. Und das ist es. Erstes Bundesliga-Tor für Abraham. 3-1 für Bayern für die Bayreuther, natürlich. Vielleicht auch noch für die Zukunft. 19 Jahre alt. Die erste Chance noch klasse pariert, aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Wie gesagt, Aubameyang wird nicht jünger. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Man hat Möglichkeiten. Da vorne drin. So, also Abraham hat auf jeden Fall sein erstes 30 Minuten zu absolvieren. Bundesliga-Tor. Er führt jetzt mit 3-1. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Gute Flanke auf den langen Pfosten. Ah, und dann verhindert Butland. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Den nächsten Nackenschlag der. Es gibt hier Vorteil für Gladbach. Gladbacher. Wichtige Aktion. Piri, super da jetzt.
Und ab die Post über Pedro Carvalho. Er dribbelt in die Mitte. Und Carvalho. Dieser Einsatz hätte sonst gefährlich werden können. Und Simon. Sanusi. Wir haben einen Neuzugang bei Everton, ein Wunschspieler, wie es heißt. Das war auf jeden Fall ein Spieler, um Chance den man sich für intensiv bemüht hat. Bayreuth, aber Gladbach gut dazwischen. Transfer. Er bringt ja richtig Qualität mit. Wechsel bei Gladbach. Fraulo. Ah, man bleibt dran. Wieder Fraulo. Das könnte gefährlich werden. Da so. Verlieren sie den Ball. Da Gladbach hat gar gewesen. Keine Stiche, sie gerade momentan. Jetzt können sie kontern. Abseits durch Nomor. Aber gut gestellt, gut gemacht. Erstmal Ballverlust. So, schnell darauf. Über den Flügel kommen. Guter Steilpass hier, er spielt den Ball. Und Nomor. Toll gehalten. Und Butland verhindert den nächsten Treffer. Für Bayreuth. Weiterhin nur 8 Minuten jetzt noch. Aber es ist halt, man führt mit 2 Toren. Man hat die Jonas Aufgabe vorletzte erstmal scheinbar gelöst. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Und es gibt Freistoß. Das war wohl ein Handspiel. Gladbach wechselt. So, war die Seckecke. Jetzt die Flanke an den Pfosten. Quatsch, Freischuss. Die Gefahr erstmal bereinigt. Hofmann, der Gladbach sogar noch in Führung gebracht hatte. Jetzt. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Nö. Erstmal, aber Bayreuth wird sowas von aggressiv dran an der Situation. Guter Vorstoß jetzt. So, und es gibt doch mal Freistoß. So, wer da ist es? Chiri gar nichts. Itakura wäre es gewesen mit Glatt. Mit Gelb-Rot. Mit Gelb. So, ich kann mal. So, Schellerup. War ja aber gar nicht. Also, 3-1. 3 Punkte. Dritter Sieg in Folge. Wieder mindestens 3 Tore gemacht. Wir schon in Bochum. Bayern 5-1. Jetzt nochmal das 3-1 gegen Borussia Mönchengladbach. Dazwischen war ja das 2-0 noch gegen RB. Das war der 4. Sieg sogar in Folge mittlerweile. Weil davor war ja das 2-2 gegen Bochum. Im Heimspiel. Aber wie gesagt, scheinbar sind wir jetzt erstmal Zweiter. Und wenn jetzt RB gegen Dortmund noch unentschieden gespielt hat, wäre es für uns sogar perfekt. Müssen wir gucken, was wir die Ergebnisse sagen. Und ich gehe jetzt gerade gar nicht auf Interview. Es ist tatsächlich unentschieden. Es ist sogar perfekt für uns. Wir geschlagen Gladbach, Dortmund und RB trennen sich nur unentschieden. Für uns ist das jetzt absolut perfekt. Denn wir sind safe erstmal Zweiter. Wir sind sogar Tabellenführer, weil wir aber ein Spiel mehr haben. Wenn die Bayern nämlich verlieren ihr Spiel, dann wären wir sogar weg vom, wären wir Tabellenführer. Stand jetzt. Aber wie gesagt, die waren mal weg. Die waren mal richtig weg, die Bayern. Aber scheinbar hat es bei uns gepasst. Ja, perfekt. Entwicklungsplan von Nobart. Du bist einfach nur rausgenommen worden, weil es halt. Du bekommst natürlich deine Chance, natürlich. Hallo? Von wegen Gerüchte und alles drum und dran. Das ist einfach nur, weil du nicht fit warst zu 100%. Deswegen habe ich dich mal rausgenommen. Ein Spiel. Alles ist gut. Brauchst du keine Sorgen, du bist weiter ein Stammspieler. Gut. Ja, das nächste Spiel ist am Borussia Dortmund auswärts. Wenn wir das Ding jetzt nochmal holen.
Ja, dann wären wir erstmal richtig weit weg da oben. Wir wären ziemlich weit dahin. Dann wären sogar 7 Punkte auf Platz 3. Das wäre jetzt erstmal die große Möglichkeit. Naja, wir sehen uns dann das Duell bei den Schwarz-Gelben mit unseren Schwarz-Gelben in der nächsten Folge an. Morgen um 14 Uhr, wenn ihr wieder Bock drauf habt. Und da freue ich mich wieder, wenn ihr einschalten würdet bei FIFA 23. Bis dann. Tschüssi.